Servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shox und wir starten hier am Channel eine neue Series. Das Ganze nennt sich Player Profil, wie ihr bereits aus dem Titel erkennen könnt. Und ich habe heute den Kiwi mit am Start. Servus Kiwi. Servus. Und ich will heute euch die nächsten Wochen euch die Spieler ein bisschen vorstellen, damit ihr ein bisschen mehr über die Spieler erfahrt, wie die zu competitive gekommen sind und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, Kiwi, stell dich einfach mal vor, wie alt bist du und woher kommst du? Also, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Österreich, in der Nähe von Wien, und ja. Okay, und ja, erzähl mal ganz kurz, wie bist du so eigentlich zu der ganzen Competitive-Geschichte gekommen? Deine Geschichte, aber ich fange mal an. Also, zuerst habe ich mal PlayStation gespielt. Das erste Spiel war Resistance, war so ähnlich wie Halo, aber okay, halt ohne Springen. Ja, dann bin ich irgendwie zu BSN gekommen, hat so ein Freund empfohlen, habe ich mal begonnen, dieses Spiel, war Call of Duty 4 noch. Dann ja, da habe ich dann zeitweise GB gezockt, dann schließlich ins ME3 rausgekommen, habe ich mal mit drei Freunden gespielt, aber mal Engländer, haben wir so zusammen gespielt, sind sogar auf NA gegangen, das war EGL5, aber es war halt nicht so gut, das glaube ich Top 32. Da habe ich mir beschlossen, nachdem Placements nicht so gut war, dass ich wieder mit Deutschen spiele, Kommunikation einfach besser ist. Ja, das waren Garnelite, Rox und Ron. Sind wir gleich auf Reflex gegangen, sind sogar Zweiter gekommen. Also Reflex 7, da waren gute Teams dabei, zum Beispiel Farico, wie ich kenne, die Holländer und so weiter. Und dann sind wir, da haben wir uns gleich für die EU, also EU Championship, qualifiziert für Black Ops 2. Okay, das war in Köln, wo du auch dabei warst. Ja. Haben wir gegen DCS gewonnen, wie sehr für echt gerne. Ab da habe ich Quickie kennengelernt, wo unser vierter Spieler leider nicht konnte wegen seinem Visum. Oder Quickie, das wisst ihr alle. Ja, so bin ich dann irgendwie competitive gekommen. Also du hast damals quasi bist über Zufall auf Game Battles gekommen, genau. Hast dann warst du das erste LAN mit Engländern, meintest du, oder? Ja, das war mit Engländern, ja. Und zwar MW3 LAN war das, oder? Genau, das erste war MW3 LAN, wo ich begonnen habe. Okay, und dann mit Deutschen bist du direkt auf Reflex gefahren und Zweiter geworden. Das ist natürlich schon krass. Das ist schon gut. Okay, und ja, was war jetzt für dich so deine beste LAN einfach, sagen wir mal? Oder die coolste LAN, wo du jemals warst? Das coolste LAN war auf Reflex, weil vor allem das erste LAN mit Deutschen und so weiter war echt spaßig und so weiter, war auch gut. Hat auch keine Probleme. Ja, das war das coolste Land für mich. Okay, und so die beste LAN, rein von der Organisation und alles her und vom, ja, auch vom Spaßfaktor und so weiter? Also ich, auf jeden Fall in LA, da hast du einfach das ganze Paket, vor allem in LA kommst du nicht jedes Mal hin. Ja. Dann mit den Freunden und ja, und dann noch zocken nebenbei, weil leider ist das nicht so zugunsten für uns gekommen. Ne, hast du recht. Und ja, was gibt's noch zum Fragen? Ich weiß nicht, welches Headset nutzt du zum Beispiel? Genau, das ist auch eine Frage, die sicherlich viele interessiert. Also ich benutze A40 Astro mit Kinderfisch-Speaker-Tabs und der Scarf, also Controller wollt ihr auch sicher wissen, und Scarf-Controller, also Kinderfisch-Scarf-Controller. Okay, cool. Und welche Empfindlichkeit spielst du jetzt hier bei Advanced Warfare? Ich bin immer auf 4. Immer auf 4, in den anderen Series auch schon? Ja, schon immer 4. Ah, okay. Und Monitor, hast du irgendeinen besonderen Monitor? Oh, nee, habe ich eigentlich nicht. Oh, ich kenne die Marke kenne ich selber nicht. Die heißt einfach nur cool. Okay, also ein ganz normaler Monitor einfach. Ja, ja, ganz normal. Und dann habe ich abschließend noch eine Frage. Was sind die Erwartungen und die Ziele für die kommende Advanced Warfare Season? Also ich hoffe mal erstmals, dass wir überhaupt keine Probleme haben mit Spielern, mit Visum und so weiter, was wir bei Ghost hatten. Ja. Also meine Ziele sind, dass wir auf LAN top placen, mit gut trainieren und auf jeden Fall LA qualifizieren. Okay. Und ja. Okay. Ja gut, also das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Ziel, dass wir uns auf jeden Fall für LA qualifizieren. Ich denke mal, das ist das Ziel vom kompletten Team, sich auf jeden Fall für so ein großes Turnier zu qualifizieren und dann halt auch natürlich gute Placements zu machen. Ja. Ich bedanke mich schon mal bei dir, dass du da warst. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr mehr von dieser Series wollt, drückt mal auf den Like-Button. Schreibt mir in die Kommentare eure Meinung zu dieser Series. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen an Kiwi habt,
Schreibt es auch unten in die Kommentare. Er wird sich die Zeit nehmen und ein paar Fragen von euch beantworten. Und ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche anderen besonderen Fragen habt, die ich Quickie oder Mike spielen soll oder dann unseren vierten, sobald wir ihn bekannt geben, lasst es mich auch unten in den Kommentaren wissen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, servus. Servus.